Es reicht doch jetzt, ich kann nicht mehr, ich will raus. Es ist dunkel, ich will raus. Eigentlich poste ich gerne Sachen auf Instagram oder TikTok und teile so mein Leben mit euch. Guten Morgen. Ich bin schon im Studio. Von Dinner zu Geburtstag zu Brunch. Friseur. Erste-Hilfe-Kurs. Dann jetzt noch ein Outfit-Check. Aber ich nutze mein Handy auch, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und zwar die ganze Zeit. Mein Handy habe ich immer mit dabei. Irgendwie stresst mich das auch ein bisschen. Deswegen mache ich jetzt Digital Detox Extreme. Ich werde mich 48 Stunden alleine da in ein komplett abgedunkeltes Zimmer einschließen. Ohne Handy, ohne Mucke, ohne irgendwelches Licht. Leute, es ist dunkel. Das Ganze nennt sich Dark Retreat und soll eine krasse Achtsamkeitserfahrung sein, laut AnbieterInnen. Aber schaffe ich das überhaupt? 48 Stunden? Dein Verstand wird der Streiche spielen. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Tut es vielleicht sogar gut? Lonely. I am so lonely. Oder ist es gefährlich? Sich da reinzubegeben, kann natürlich dazu führen, dass es mir schadet. Das checke ich für uns aus. Goodbye Handy, goodbye Licht. 48 Stunden in kompletter Dunkelheit. Klingt ziemlich heftig, aber ich probier's. Dafür bin ich zu Sebastian nach Kroatien gefahren. Warum genau hierhin? Dazu später. Sebastian bietet seit 2 Jahren Dark Retreats an, weil er selbst positive Erfahrungen damit gemacht hat. Ich hatte einen Burnout, alles überfordert einen. Und so ist der Rückzug ins Nichts eigentlich genau der Gegenpol davon. Und das tut einfach gut. Die hat es gebracht, um dich einmal so komplett wieder auf Null und ruhig zu bringen und dann ein entspannteres Leben zu führen. Vielleicht hilft es mir ja auch, um mehr Ruhe zu finden. Was wird mich erwarten? Dein Verstand wird der Streiche spielen. Es ist so. Dein größter Gegner in der Dunkelheit. Aber wenn du das geschafft hast, wenn du irgendwann über den Punkt gekommen bist, dann macht es auf einmal Spaß. Also ich finde 48 Stunden ehrlich schon hart, die Vorstellung. Laut Sebastian sollen mir 48 Stunden in Dunkelheit unter anderem dabei helfen, im Moment zu leben, neue Perspektiven zu finden und einen Digital Detox zu machen. Klingt gut. Aber Psychologe Professor Dr. Christian Strobel, der meinen Selbstversuch begleitet, sieht das skeptisch. Das ist eigentlich nicht erforscht. Aber ich würde auf jeden Fall es nur Leuten raten, die sehr stabil sind. Es ist tatsächlich eben so, dass Dunkelheit ganz schnell unser Gemüt beeinflusst und dann zum Beispiel Depressionen kommen können. Es kann dazu führen, dass ich orientierungslos werde. Es kann dazu führen, dass ich eben Schlafstörungen kriege, bis hin wirklich zu Halluzinationen. Ich hoffe, du bist bereit. Ab ins Zimmer, Leute? Ja. Okay, los geht's. Oh Gott. Das Zimmer kenne ich schon. Ich habe letzte Nacht schon drin geschlafen, damit ich mich gleich im Dunkeln besser orientieren kann. Genau. Ich habe probiert, schon so ein bisschen vorzubereiten. Ja. Aber das muss ich wegnehmen, sonst knall ich hin. Ja, genau. So, das schiebe ich mir mal hier rüber. 48 Stunden isoliert, auf engstem Raum, fremde Umgebung, nur mit mir selbst und ohne Ablenkung. Ich habe Schiss davor, was das mit meinem Kopf macht. Mein einziger Kontakt ist Sebastian, der mir Essen und Trinken bringt, sich aber kaum mit mir unterhalten wird. Wie geht's dir gerade, Nadine? Gar nicht gut, ich will nicht. Es geht mir alles so schnell. So, das hier darf ich noch. Handys machen wir mal. Handys sind jetzt vorbei, ne? Das ist dein letztes Licht, das überlasse ich dir. Irgendwie geht's gerade so schnell alles. Nadine, 2 Sekunden, wir machen die Chose, jetzt fangen wir an, ey. Richtig Stressmodus. Ja, aber du kommst dann runter. Ja, ich habe ja nichts. Kann mir mein ganzes Leben überdenken, ey. Genau, wie gesagt, das stellst du dann am besten am Boden Licht, später. Das klingt richtig dramatisch. Genau, du entscheidest dann, wann das ausgeht. Du machst jetzt erstmal das Licht aus. Ich sage tschüss. Danke für alles. Ah! Crazy shit. Das wird ja was. Was mache ich hier? Das Schlimmste für mich war, die Tür zu ihr war draußen. Da sind ein bisschen Ängste hochgekommen. Was mich beruhigt, im Zimmer nebenan wohnt Autorin Jule. Wenn was schief geht, wäre sie da. Oh Gott, ey. Noch lache ich. Das ist schon ein mulmiges Gefühl. Okay. Machen wir jetzt mal die Kerze aus. 1, 2, oh Gott. 3. Okay. Leute, es ist dunkel. It is dark. It is so dark. Ciao, ey. Ist das dunkel? Ich sehe gar nichts. Ich werde direkt müde, merkt ihr's? Ich filme mich hier drin mit Infrarotlicht.
Das kann das menschliche Auge nicht wahrnehmen. Aber die Kameras können so ein Bild erzeugen. Dadurch könnt ihr mich sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in so einem dunklen Raum war. Seid ihr eigentlich so... Macht ihr das immer so ganz dunkel in euren Zimmern? Also ich kann schon gut mit Dunkelheit, aber das ist so dunkel. Krass, ey. Das ist auch so ein eingesperrter Raum, ne? Das ist halt auch nochmal so eine Sache, dass nicht nur Dunkelheit, sondern dass du weißt, die Tür ist zu und so, ne? Aber ich probiere dann nicht so in diese Ängste irgendwie mal zu denken, sondern einfach... einfach zu chillen. Und dann bin ich erstmal im Bett geblieben. Weil irgendwie im Bett war das ist Safe Zone. Im Bett ist halt am normalsten. Im Dunkeln im Bett zu liegen ist am normalsten. Alles andere ist das Weirde. Ich schlaf sofort ein. Nach nicht mal 15 Minuten in der Dunkelheit. Das passiert häufig, meint Sebastian. Aber irgendwann kommt eine wache Phase, in der ich mich mit mir selbst beschäftigen muss. Und die kann richtig hart werden. Das ist so verrückt. Also es ist mir das Verrückteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Jetzt schon. Und dann noch, dass es mir noch psychisch okay geht. Und ja? Ja, der Sebastian, kannst du deine Maske kurz aufsetzen? Die soll ich immer aufziehen, wenn Sebastian reinkommt, damit ich wirklich kein Licht sehe. Okay. Gut. Der Teller ist ein bisschen warm. Okay? Teste mal, ob das passt. Ja, perfekt. Kannst du ihn ablassen? Ich helfe dir ein bisschen. Okay. Sebastian sagt mir bewusst nicht, was es gibt. Das soll meine Sinne schärfen. Ah, voll schon. So. Wahrscheinlich Chili Sin Carne. Ich habe vorher noch nie im Dunkeln gegessen. Ich esse ja auch immer so wahnsinnig schnell, ne? Ich bin so eine richtige Stopferin. Vielleicht komme ich dann auch mehr zum Genießen. Momentan bin ich vor allem noch damit beschäftigt, mich im Zimmer zurechtzufinden. Und ich sag mir immer wieder, ich bin freiwillig hier. Und wenn es mir wirklich schlecht geht, gehe ich halt raus. Die fühle ich, die Tür. Ich habe die auch angefasst. Da kann ich jederzeit rausgehen. Ich kann jede Sekunde rausgehen. Hier ist mein Schlafanzug. Hier geguckt. Das ist mein Schlafanzug. Damit gehe ich mich jetzt im Bad umziehen. Das ist was. Ich sag's euch. Ich glaube, die war hier noch nicht so richtig. Seht ihr das hier? Guck mal. Jetzt kann ich mich der Zahnpasta drauf machen. Jetzt ist da mal Zahnpasta drauf. Jetzt. Ja, da ist Zahnpasta drauf. Oh, man sieht gar nichts. Ach so, ihr seht ja was. Stimmt ja, ihr seht was. Ich seh nichts. Bisher komme ich überraschend gut klar. Im ersten Moment ist es wahrscheinlich eher beruhigend, angenehm, weil wir ständig Reizen ausgesetzt sind, führt aber dann in der Regel tatsächlich schnell zu Unbehagen oder zu so einem Unwohlsein. Jetzt hatte ich das erstmal den Gedanken mit Griff zum Handy. In meinem Alltag bin ich jeden Tag 5 bis 6 Stunden am Handy. Für die Arbeit, aber auch um mit FreundInnen und Familie in Kontakt zu bleiben. Wenn ich nicht mit Menschen interagieren kann, sondern wirklich zu 100% zurückgeworfen bin auf meine Gedanken, auf das, was da ist, dann bin ich dem ausgeliefert. Ich kann eben nicht auf mein Handy gucken, wenn es mir zu viel wird. Das könnte natürlich dann zu Schwierigkeiten führen. Normalerweise bin ich sehr aktiv. Nichts machen ist für mich irgendwie anstrengend. Ich glaube, dass ich mal schaffen will, Ruhe auszuhalten und mir nicht immer Projekte zu suchen. Und vielleicht werde ich das hier lernen. Und vielleicht auch weniger am Handy zu sein. Das ist schon auch ein Goal. Mich würde auch mal von euch interessieren, habt ihr schon mal einen Digital Detox gemacht oder sogar einen Dark Retreat? Beziehungsweise könntet ihr euch das vorstellen? Schreibt mir mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Gerade fühle ich mich wie im Winterschlafmodus. Aber das ändert sich bald. Ich bin inzwischen 18 Stunden drin. Davon habe ich einfach mal 15 Stunden gepennt. Ja. Nadine.
Ich hoffe, du hast ein bisschen Hunger? Ja, ja? Also ich habe bis vor einer Sekunde geschlafen. Okay, geht's dir gut? Erzähl kurz. Ich schlafe halt einfach wirklich die ganze Zeit. Ja? Okay. Ich habe ein bisschen... Ist das Porridge? Ja. Ich muss eigentlich auch erstmal aufwachen. Ich wurde vom Klopfen geweckt und habe jetzt eine Porridge Bowl in der Hand. Naja, machen wir so. Wie Babys, ich sag's euch. Ich gehe jetzt duschen. Ihr wollt ja alles mitkriegen. Also es ist ja schon intim, hier auch auf Toilette zu gehen. Und normalerweise ist ja Licht an, wenn man auf Toilette geht, ne? Dann sieht man ja auch, wenn man sich theoretisch abwischt. Ich war jetzt ganz froh. Also es ist auf jeden Fall für die Umweltbilanz, man benutzt mehr Klopapier, sage ich euch jetzt schon. Nicht so gut, weil man einfach sicher gehen will. Und ich gehe jetzt einfach auch duschen. Ne? Das finde ich nämlich dann noch ein bisschen hygienischer. In der Dusche war es mit am dunkelsten. Zurechtgefunden habe ich mich reingegangen, ertastet. Einfach ertastet. Ich habe auch nicht meine ganzen Conditioner und Haarschein alle nicht benutzt. Habt ihr es alles für alles benutzt? Da war ganz langsam. Links habe ich mir gemerkt, wo war. I made it. Fresh geduscht. Sogar am Schluss noch kalt. Jetzt bin ich wach. Das ist jetzt die Phase, in der es laut Sebastian schwierig wird, weil man hier nichts machen kann und sich mit sich selbst beschäftigen muss. Meine Strategie? Ich mache mich müde und überliste die Wachphase. Boah, ich habe echt ein bisschen Kopfweh. Oh, das ist nicht geil. Ist noch nicht mal Halbzeit, ne? Nee. Ja, krass, noch nicht mal Halbzeit. Ich weiß natürlich nicht, wie das mir geht in dieser wachen Phase, ob ich da hier durchdrehe. Ich bin auch super gespannt, was das Team macht. Ich hoffe, die filmen sich ab und zu mal zwischendurch da draußen. Ich weiß ja ganz genau, wie es hier aussieht, ne? Falls ihr euch fragt, warum ich ins traumhafte Kroatien fahre, um dann in einer Dunkelkammer zu chillen, es war echt schwierig, ein Angebot zu finden, auf das ich mich einlassen wollte. Rückblick. Erstmal habe ich nach Angeboten in Deutschland gesucht. Da gibt es einige. Die Preise pro Nacht waren so zwischen 110 und 200 Euro. Ich habe schnell gemerkt, die meisten Angebote sind ziemlich spirituell und esoterisch. Auf ihren Webseiten schreiben sie Dinge wie: So gelangen Weisheit und einzigartige Wahrheiten wie Blitze der Offenbarung in dein Bewusstsein. Oder öffne dein drittes Auge. Oder auch Begegnung mit Geistwesen. Eine psychotherapeutische oder psychologische Ausbildung kann nach unseren Recherchen kaum einer vorweisen. Mit einigen AnbieterInnen telefoniere ich. Hallo, Nadine Haddad hier. Hallöchen. Die Dame bietet 3 Tage Dunkelretreat für jeweils 200 Euro pro Nacht an. Inklusive Überraschung. Keine gute. Wie würde der Ablauf sein? Also wie läuft das ab? Da kannst du dich einrichten. Ich mache dann die Getränke fertig. Also du kriegst dann von mir die Fastengetränke. Also Wasser, Tee, Säfte. Ich werde auch komplett fasten, die 3 Tage? Ja, genau. Ach, heftig. Okay, ich werde gar nichts essen. Na, du kriegst Wasser, Tee, Gemüsesaft, Obstsaft und Brühen, also so Gemüsebrühe. Heftig. Also ich weiß einfach, dass mir Fasten, als ich es mal gemacht habe, nicht so gut getan hat. Das nennt man auch Fastenheilkrise oder Krisen einfach, Heilkrisen. Die auf ein anderes Thema hinweisen und meistens gar nichts mit dem fehlenden Essen zu tun haben. Oder so. Das ist mir irgendwie nicht geheuer. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Bis dann, ciao. Ja, tschüss. In so eine Dunkelkammer und nicht essen. Das ist ja alles. Also ihr nehmt mir Essen und ihr nehmt mir Licht. Was bleibt mir dann? Nee, sorry. Das ist mir zu krass. Next. Das Kloster Saunstorf gehört zu den größten Dark-Retreat-Anbietern. Sieht alles sehr professionell aus. Aber der Gründer und spirituelle Leiter Cedric alias OMC Parken taucht in Berichten von Infosekta auf, eine Fachstelle, die sich mit sektenartigen Strukturen befasst. Laut Infosekta hat eine von Parken ausgebildete Lehrerin Teilnehmende geschlagen. Seit 2007 kam es zu regelrechten Gewaltexzessen. Der Kurs hatte nichts mit dem Kloster Saunstorf zu tun.
Nach öffentlicher Kritik am Verhalten der Lehrerin rechtfertigte Parkin das Verhalten in einer Stellungnahme auf seiner Website als Zitat: Aber ich kenne diese Frau und weiß, dass sie eine gute Therapeutin und Heilerin ist. Sie hat also Menschen einen Schlag versetzt, ja. Und? Die Stellungnahme wurde später wieder von der Website gelöscht. Das ist krass. Aber auch schon lange her. Trotzdem will ich mit so etwas nichts zu tun haben. Ich muss einen Anbieter finden, bei dem ich mich gut aufgehoben fühle. Sich da reinzubegeben ohne einen geschützten Raum, also ohne geschultes Personal, kann natürlich dazu führen, dass es mir schadet, dass ich vielleicht anfange, unangenehme Bilder zu sehen, Extremsituationen zu sehen, Gefühle, die vielleicht sehr stark auftreten, Angst, Panikattacken. Auch Sebastian hat keine psychotherapeutische Ausbildung und wirbt mit spirituellen Erfahrungen. Aber hier habe ich das Gefühl, dass er mir nichts aufzwängen will. Weder Spirituelles noch das Fasten. Und Autorin Jule lebt im Haus. Und mit rund 120 Euro die Nacht ist es eines der günstigsten Angebote. Hier kann ich mich auf das Experiment mit der Dunkelheit einlassen. Das Schlimmste ist ja, wenn ich mir vorstelle, 48 Stunden in diesem Dunkelraum wach zu sein, weil da geht ja nichts. Komm mal zur Big Brother Camp. Und langsam habe ich keinen Bock mehr. Mir ist langweilig. Die Zeit geht gerade nicht so. Mir geht's nicht schlecht, aber mir ist einfach so, oh. Mein Körper ist auch nicht wach, nur mein Kopf ist wach gerade. Today I don't feel like doing anything. Lonely, I am so lonely. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Könnt ihr das? Ich werde so ein richtig bekloppter Monolog im Dunkeln. Cool, ne? Sky auch. Ah, es wird laut. Achso, habe ich euch schon mal gezeigt, dass ich den Delfin kann. Dann kann ich noch den Frosch. I'm a survivor, I'm not a giver. I'm a survivor, keep on surviving. Dann hebt er ab und völlig losgelöst. Singen hat mir irgendwie geholfen, dass da in dem Raum eine was passiert. Hat so ein bisschen Normalität da reingebracht. Hat irgendwie so ein bisschen mich selber entertained und diesen Raum gefüllt mit Geräuschen und mit ein bisschen was Normalem. Eigentlich, da war gar nichts normal in diesem Raum. Dieser dunkle Raum, Raum, Raum hat nichts außer Dunkelheit, Heit und noch ein bisschen ein Vibe, Vibe. Der Vibe, der hier drin ist, wird allein von mir gemacht, denn ich bin hier allein, ohne Handy, ohne Mucke. Sie wirkt recht gelangweilt, versucht irgendwelche Sätze, irgendwelche Songs zu erfinden. Ich nehme sie jetzt nicht so wahr, als würde sie da großartig Dinge verdrängen. Aber sicher kann das natürlich eine Form von Ablenkung sein. Ey, wenn man nur diese letzten anderthalb Stunden als zusammenschneidet, dann könnt ihr mich als verrückt verkaufen. Jetzt fühle ich jetzt aber noch nicht so eine krasse Connection zu mir selber. Irgendwie. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt's noch. Ich meine, Achtsamkeit bedeutet ja auch, einfach voll im Hier und Jetzt zu sein. Das bin ich. Nur macht das halt gerade auch gar nichts Krasses mit mir. Mein stärkstes Gefühl ist einfach nur Langeweile. Scheiße, wie lang ist es noch? Die Langeweile kommt ab dem Moment, wo ich alles zum zweiten Mal mache und ich weiß, nichts hier ist mehr neu in diesem Raum. Und es ist nur noch aushalten. Ich würde schätzen, es ist 19 Uhr. Meine Nase ist kalt. Ich habe leicht Hunger. Und plötzlich verändert sich was. Irgendwie vergeht die Zeit einfach nicht mehr. Also es ist so eine Mischung aus Dösen und Meditieren. Wenn ich hier gerade rumliege. Das kann natürlich dazu führen, dass es mir schlecht geht. Wie es natürlich auch sein kann, dass vielleicht positive Dinge passieren, positive Bilder entstehen. Ich denke zum Beispiel an einen schönen Sommertag letztes Jahr mit Freunden. So. Und dann bin ich da extrem reingegangen. Also was gab es da zu essen? Wo waren wir da genau? Was haben wir da gemacht?
Wir sind schwimmen gegangen. Danach sind wir wieder auf die Picknickdecke. Dann gab's Nudelsalat. Normalerweise hast du ja so Gedanken, ah ja, stimmt, da war ich mit Leuten am See. Ja, weiter geht's. Und ich war aber so, genau, dann waren wir da und dann haben wir noch darüber geredet. Ach ja, stimmt, darüber haben wir geredet. Ah ja, und dann bin ich wieder zum nächsten Gedanken gekommen. Also ich habe diesen Momenten ganz viel Zeit eingeräumt. Na, guten Morgen. Ich verstehe auch langsam, warum das Leuten total gut tut, weil du kommst hier rein und du bist nur mit dir. Du gehst auf die tiefsten Grundbedürfnisse, die du in dem Moment hast, zurück. Du hast die Verantwortung für nichts und niemanden. Und niemand kann dich so greifen und sagen, mach mal, hier mal, tu mal. Klingt erstmal gut. Aber diese Nichtstu-Routine nervt mich langsam echt. Mir tun die Beine vom Rumliegen weh. Fürs richtig Auspowern fehlt mir die Energie. Ich war wirklich so, wann geht's um? Wann ist die Zeit endlich vorbei? Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ist doch jetzt alles gut, es reicht doch jetzt. Ich kann nicht mehr, ich will raus. Mir ist langweilig, es passiert nichts mehr. Es ist dunkel, ich will raus. Und heute war, und es hat sich einfach gestreckt. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Stunden oder Minuten dauert. Nadine, hi. Es ist soweit. Ich würde dich gerne rausholen. Oh mein Gott. Okay. Hi. Hi. Oh mein Gott, ich freue mich so krass. Okay. Das ging jetzt so schnell. Vielleicht ist Nadine einfach ein sehr fröhlicher, positiver Mensch mit sehr vielen positiven Erfahrungen, die halt eben ins Bewusstsein drängen, wenn sie nichts zu tun hat. Das ist ja erstmal ein sehr schöner Effekt. Nadine reagiert so. Andere Leute reagieren vielleicht völlig anders. Meter kannst du gehen. Es ist schon frische Luft. Okay, wir haben ein paar Stufen vor uns. Mach aber langsam. Ja, ich mach ganz langsam. Du, ja. Ich bin jetzt schon im Heaven. Oh, noch vier Stufen. Schon so ein bisschen Licht und ja, Sonne. Gleich kommt die Sonne. Willst du mich verarschen? Das sieht gut an, gell? Die Sonne auf meinem Körper, das ist schon... Dann spürst du schon die Meerluft. Oh mein Gott. Oh. Das ist so gut. Und wir nähern uns dem Wasser. Genau, das ist ein bisschen länger. So. Oh Gott, es ist einfach alles so schön. Diese Sonne auf der Haut. Dieses, man spürt ja Licht auf der Haut. Oh. Und wenn du dann einfach so weit bist, dann erlöse dich von dieser Maske. Darf ich? Klar. Oh mein Gott, es ist so hell. Schau nicht direkt in die Sonne. Nee. Oh, ich sehe das, ich kann nicht in die Sonne gucken. Ist das schön. Mein erstes Fazit, krasse Erfahrung. Ich habe so viel geschlafen. Ja, Wahnsinn, ey. Also das hat echt keiner erwartet von uns. Du hast einfach mal Winterschlaf gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal genau so mache oder ob ich es jetzt, wie gesagt, vielleicht mal 2-3 Stunden im Alltag mache. Einen mehrtägigen Dark Retreat würde ich privat nur machen, wenn ich eine Person dabei habe, der ich vertraue. Und wenn das Ganze psychologisch begleitet wird. Ich hatte gar nicht so die krass schweren Themen zu verarbeiten. Ich hatte gar nicht so irgendwas Krasses, was rausgekommen ist. Ich glaube, da können andere Sachen passieren. Deswegen muss man sich das, glaube ich, auch genau überlegen, ob du in der Lage bist, das zu machen psychisch und dass du auch, wenn du es nicht machen willst, da auch rausgehst. Wenn ihr keine Pulsreportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und Ari war mal 2 Tage im Schweigekloster und was es mit ihr gemacht hat, das seht ihr hier. Und Maini hat sich mal Meditieren angeguckt und ob das wirklich gegen Stress hilft, das seht ihr hier. Tschüss! Ach, ist schon schöner hier draußen.